Deutschland Radio Kultur auf der Berlinale. Ja, seit kurz nach 9 Uhr heute Morgen schon sitzt unser Kritiker Patrick Wilinski hier hinter mir im Berlinale Palast im Kino. Jetzt haben wir 2:30 mittags und der Film, den er sieht, der ist gerade mal zur Hälfte vorbei. Denn wir reden über den längsten Beitrag im Wettbewerb der diesjährigen 66. Berlinale. A Lullaby to the Sorrowful Mystery vom philippinischen Regisseur Laf Diaz. Es geht um die philippinische Revolution gegen die spanische Kolonialherrschaft Ende des 19. Jahrhunderts und das 482 Minuten lang, also 8 Stunden und 2 dauert dieser Film. Patrick Wilinski ist jetzt zur Halbzeit bei mir. Patrick, ist auf der ersten Hälfte schon irgendwer vorsichtig mal eingenickt zwischendurch? Es sind schon sehr viele Leute rausgegangen, das stimmt, aber das hat mich nicht überrascht, weil die Leute müssen ja auch arbeiten, die haben andere Termine. Es ist schon klar, es ist sehr mutig, so einen Film hier direkt im Wettbewerb zu zeigen, aber die Qualität muss stimmen, das ist das Wichtigste, aber der Berlinale Palast ist jetzt nicht mehr halb voll. Du hast gerade selber auch gesagt, das habe ich von vielen anderen Kritikern genauso gehört, es ist mutig, diesen Film jetzt hier zu setzen, gerade so spät im Wettbewerb. Warum würdest du das sagen? Naja, weil A sind schon relativ viele weg und B, die Nerven liegen auch schon blank. Man ist nicht mehr ganz so aufnahmefähig. Das ist für 8 Stunden gar nicht so unwichtig, dass man das alles so sehen kann und auch so genießen kann und auch so aufnehmen kann und sich mit dem auseinandersetzen kann, was man gezeigt bekommt. Das ist einfach am Donnerstag, bevor jetzt die Berlinale zu Ende geht, fast nicht mehr möglich, aber wir tun unser Bestes. Also nicht so furchtbar einfach, diesen 8-Stunden-Riemen hier mitzunehmen. Da würde mich auch mal interessieren, wie organisiert man sich eigentlich für so einen langen Film? Man hat ja allein schon mal Hunger und Durst zwischendurch. Gibt es da den einen oder anderen, der irgendwie seine Stulle auspackt oder der es doch nicht sein lassen kann, mal aufs Handy zu gucken? Ja, ja, aufs Handy wird geguckt, aber auch bei wesentlich kürzeren Filmen. Leider ist da die Aufmerksamkeitsspanne auch bei professionellen Kollegen nicht ganz so groß. Naja, und es wurde auch gegessen, was ganz schlimm ist, weil im Berlinale-Palast ist sowas eigentlich verboten, aber Leute haben Äpfel und natürlich Wasser mitgebracht. Und ansonsten gibt es ja diese Stunde Pause, die jetzt nur eine 1/2 Stunde ist, weil irgendwie die ganze Organisation etwas chaotisch war, sodass die meisten jetzt rennen und sich noch was zu essen holen und dann wieder zurückrennen. Viele, also jedenfalls die, die noch da sind. Wie fällt denn dein Zwischenfazit aus jetzt? Es ist ja nicht überraschend. Also Laf Diaz ist kein Unbekannter, der dreht immer so lange Filme, manchmal 6 Stunden, 8 Stunden, 12 Stunden. Dieser ganze Film ist ein Exorzismus, was die Vergangenheit anbetrifft, der philippinischen Geschichte. Der ist hart, er ist kompromisslos. Was mich aber überrascht hat, dass Laf Diaz zum ersten Mal so eine Mythik und so eine Legendenbildung seines Landes mit einbezieht. Also es gibt Geister und Zauberer und Dämonen, die da auftreten. Und das alles aber trotzdem sehr leise, sehr still und sehr traurig inszeniert. Also da sieht man mal, wie man sich mit der Geschichte seines Landes auseinandersetzen kann, ohne ständig immer diese Erklärungstafeln da zu haben, immer wieder Wikipedia-Einträge zu verfilmen. Also bislang ist das ein sehr interessanter Trip in die Geschichte der Philippinen. Dann bin ich gespannt, was du heute Abend sagst. Dann ist der ganze 8-Stunden-Film von Laf Diaz durch. Dann sehen wir uns heute Abend wieder, wenn du, ja, was würdest du im Moment sagen, den Film komplett überstanden hast oder zu Ende genossen hast? Ja, genossen hast. Bei Laf Diaz ist der Genuss höher als das Leiden. Das stimmt für die Zuschauer. Für die Geschichte von Laf Diaz' Film allerdings so gar nicht. Hart und ausdrucksstark ist das Schwarz-Weiß, indem er seinen Zuschauer einmal mehr mitnimmt in die Geschichte seines Heimatlandes. Wir sind im Jahr 1897. Im Unabhängigkeitskampf der Philippinen wird ihr einstiger Anführer, der als Vater der Revolution gefeierte Andrés Bonifacio, von rivalisierenden Rebellen umgebracht. Ein Tod, um den sich bis heute Legenden ranken. Der Film erzählt, wie sich Bonifacios Frau aufmacht, seine Leiche zu finden. Aus dieser Situation heraus erzählt Laf Diaz 4 Versionen der Todesgeschichte, mischt dabei Mythologie und Fakten. Doch es ist mehr als das. Es ist auch eine Geschichte über das Bewusstsein von eigener Verantwortung und eigener Schuld, vom Einfluss des Einzelnen. Es ist mittlerweile Abend geworden hier am Berlinale Palast und unser Kritiker Patrick Wilinski hat von früh bis spät im Kino gesessen, über 8 Stunden insgesamt. Patrick, jetzt da du den ganzen Laf Diaz Film gesehen hast, können wir auch ein bisschen mehr inhaltlich sprechen. Es ist ein verdammt schweres Thema, es ist ein verdammt langes Ding. Wie schwer war es, dich auf diesen Film einzulassen? Einzulassen gar nicht so schwer. Man muss von vornherein wissen, dass man wahrscheinlich als Europäer nur so einen Bruchteil von allem versteht, was uns da gezeigt wird. Er geht nämlich nicht nur sehr tief in die Geschichte der Philippinen, vor allem in die Kolonialgeschichte, 300 Jahre von den Spaniern besetzt und dann der Widerstandskampf. Er porträtiert nicht nur Verräter, sondern auch Widerstandskämpfer, die verschwinden. Man weiß nicht, warum sie verschwunden sind. Frauen, die nach ihren Männern suchen. Aber er taucht auch ein in die Mythen, in die Legenden, in die Sagengestalten und alles spielt eigentlich in einem ganz großen Tropenwald, der dann zu so einer Art Vorhölle wird, in der alles passiert, in der sich alle Zeiten vermischen. Das ist dann so ein Kino,
Kino, dass man nicht rational begreift, dass man ab einem gewissen Grad einfach nur noch spüren kann. Nun ist ja Lav Diaz für seine langen Filme bekannt. Er hat schon mehrere super lange Stücke gedreht. Dennoch, wie ist es bei dieser konkreten Geschichte? Kann er die nicht kürzer erzählen oder will er das einfach nicht? Ah, das ist eine gute Frage an den Regisseur. Ich habe es am Ende ehrlich gesagt verstanden, glaube ich. Am Ende würde ich vermuten, dass ich es verstanden habe. Er erzählt ja von dieser sehr frustrierenden Suche nach der Wahrheit. Was bedeutet es, nach der Wahrheit zu suchen, wie ein Land entstanden ist und auf welchen Sünden es erbaut worden ist? In dem Moment erklärt sich auch zum Beispiel eine Szene, die sich sehr häufig wiederholt, dass Menschen einfach in diesem tropischen Wald graben. Und nach dem dritten Mal sagst du, ich habe es verstanden, warum graben die denn? Naja, weil sie eben nach der Wahrheit suchen und so eine Suche ist frustrierend. Und diese Frustration, die sich einstellt in den 8 Stunden, das will er ja transportieren. Also er nutzt das schon als System, dass wir frustriert sind, weil die Figuren und das ganze philippinische Volk frustriert sind. Das heißt, kürzer hätte es dann vielleicht auch nicht getan? Höchstwahrscheinlich nicht. Das ist jetzt so eine Sache. Ich sage ja Thomas Mann auch nicht, er soll die 100 Seiten vom Zauberwerk rausreißen, weil es zu lang ist. Nein, er entscheidet, wie lange er seine Filme macht. Und das ist nicht 20.15 Uhr, ne? Das ist nicht 90 Minuten vorformatiert. Aber er ist ein Künstler, er darf das und mir hat es gefallen. Lav Diaz hat selber gesagt, er möchte mit diesem Film Wahrheit für seine Nation bringen und er möchte, dass dieser Film möglichst eine Rebellion darstellt, was die Wahrnehmung der philippinischen Geschichte angeht. Kann er diesem Anspruch gerecht werden? Was meinst du? Ich glaube schon. Der Film ist sehr wütend, der Film ist sehr sauer. Das ist keine Komödie und der guckt auch gar nicht gut in die Zukunft. Der meint, in dem Moment, wo wir nicht unsere Vergangenheit irgendwie anfangen aufzuarbeiten, können wir gar nicht erst in die Zukunft gucken. Es regnet permanent, es ist permanent dunkel, dieser Wald dominiert alle Figuren. Das ist ein sehr wütender Film, der sehr wütend auf die Gegenwart guckt und ob es eine Revolution anzündet, wir müssen mal gucken. Kein Film verändert die Welt, nur die Menschen, die ihn sehen, warten wir ab, wie er ankommt. Patrick, vielen Dank. Und die ausführliche Kritik von Patrick Wilinski bekommen Sie auch nochmal bei uns auf deutschlandradiokultur.de.